So, ich begrüße euch recht herzlich. Wir wollen heute einmal mit dem langen Gummiband unsere Schultern und Arme ein bisschen fit machen, aber als erstes mal die Schultern lockern, leicht gebeugt in den Knien, etwas breitere Gerätstellung. Ziehst du Schultern und Schulterblätter kräftig nach hinten unten. Und beim Üben mit dem Gummiband immer sachte. Ja, das heißt, du kannst die Übungen auch ohne Gummiband machen, erstmal weglassen, wenn du merkst, es ist zu anstrengend für die Schultern. Und wir wollen hier erst einmal den Schultergürtel und die Schultern mobilisieren. Schwingen mit den Knien locker mit. Und wenn die Arme nach oben gehen, lass die Schultern tief. Lass den Nacken entspannt und locker. Und es kann in der Schulter auch ein bisschen knacken. Deswegen wichtig, immer schön locker lassen, die Schultern tief. Und wenn du magst, kannst du auch hier den Oberkörper etwas nach hinten neigen, damit das Gewicht der Arme besser senkrecht über den Schultern steht, wenn die Brustmuskulatur noch verkürzt ist. Dann kreist du mal entgegengesetzt. Die Arme schwingen, den Schwung nimmst du aus den Knien, aus den Beinen, da federst du ein bisschen mit, dass du möglichst wenig Krafteinsatz hast. Schultern und Schulterblätter ziehen immer nach hinten unten in die Mitte des Rückens. Dort kommt die Kraft her, der Nacken bleibt entspannt. Lass einmal die linke Hand aufgestützt und den rechten Arm vor dem Körper kreisen. Der ganze Rumpf geht mit in die Bewegung. Es ist also auch so ein leichtes Armkreisen, schon mal ein Ganzkörpertraining. Die Füße sind mehr als hüftbreit, also ein bisschen breitere Gerätstellung. Die Zehenspitzen zeigen nach vorn und achte immer darauf, dass dein Nacken locker bleibt. Dann nochmal entgegengesetzt. Die Schulter und das Schulterblatt ziehen. Immer nach hinten unten in die Mitte des Rückens, egal in welche Richtung der Arm sich bewegt. Manchmal muss unser Schultergürtel das auch erst lernen und der Nacken muss lernen, immer wieder locker und gestreckt zu bleiben. Wir stützen die rechte Hand auf. Nimm dazu gern immer noch mal die Schultern und Schulterblätter ein bisschen nach hinten weg. Hin zur Brust, Nacken lang, zieh die Schultern und Ellenbogen nach hinten und dann darf der linke Arm kreisen. Lass den Arm wählen, welche Richtung er möchte. Wir wechseln ja dann. Und egal welche Richtung, Schultern, Schulterblatt, ziehen immer nach hinten unten. Und damit wir gar nicht zu viel Spannung haben, sondern mehr Schwung und Lockerheit, nehmen wir den Schwung aus den Knien. Wechsel die Richtung noch einmal, lass die Schulter locker, spüre die Kraft in der Mitte des Rückens. Dann lässt du beide Arme ganz locker, einmal nach rechts, einmal nach links, so herüberpendeln, Kinn zur Brust, Nacken lang, als hättest du gute Laune und würdest nach Musik ein bisschen mitschwingen. Das Gewicht der Arme und die seitliche Bewegung hilft dir, die schräge Bauchmuskulatur zu kräftigen und die schräge Rückenmuskulatur so hinter den Schulterblättern locker zu lassen. Den Kopf nimmst du mit zur Seite, sodass du seitlich im Hals-Nacken-Bereich auch ein bisschen die Dehnung spürst. Dann ziehst du die Schultern und Schulterblätter noch einmal nach hinten, stützt die Hände auf. Lass die Kniekehlen und die Hüfte einmal ganz gestreckt, zieh das Kinn zur Brust und schau nach oben. Hier wollen wir direkt nochmal den Nacken strecken und mobilisieren. Tief durchatmen, streck die Kniekehlen, gestreck die Hüfte. Einmal mit der Ausatmung durch den schmalen Mund, wenn du tief gehst, deck in den eigenen Ausschnitt und einmal, wenn du Richtung Decke schaust. Und die Schultern ziehen immer weg von den Ohren, die Ellenbogen immer nach hinten unten. Dann
Lass das Kinn zur Brust gezogen, den Nacken lang, ruhig mal übertriebenes Doppelkinn, Schultern und Ellenbogen bleiben hinten. Und du schaust im Wechsel rechts und links über die Schulter nach hinten unten. Lass die Beine unter Spannung, Kniekehlen gestreckt, Gesäß unter Spannung, Hüfte gestreckt, Bauch und Becken wurden eingezogen, Brustkorb flach. Du hast also das Gefühl, Rücken und Nacken sind ganz lang gestreckt. Wirbelsäule wie ein Besenstiel, sodass der Kopf wie bei einer Vogelscheuche oben zur rechten und zur linken Seite drehen kann. Und damit dehnst du die schräge, die seitliche Halsmuskulatur hier. Dann lass nochmal den Kopf ganz locker, ganz ohne Krafteinsatz im Schulter-Nackenbereich. Einmal rechts und einmal links zur Seite. Und vorne lässt du den Kopf tief und locker zum Brustkorb sinken, dass du im ganzen Nackenbereich die Muskulatur lockerst. Kann bis zum Schulterblatt oder bis zur Mitte des Rückens zu spüren sein, wie du den Kopf ganz locker lässt. Und dann zur Mitte, lass den Kopf schon mal locker hängen, lass die Arme locker nach vorn, mit gestreckten Kniekehlen lässt du dich ganz nach unten sinken. Ein bisschen schaukeln, die ganze Körperrückseite locker, das Kinn zur Brust gezogen, der Nacken lang gestreckt ist. Und mit der nächsten Ausatmung ziehst du Bauch und Beckenboden ein, Kniekehlen gestreckt, Gesäß spannt an, um die Hüfte zu strecken, die Arme folgen, locker hängend und ziehen Schultern und Schulterblätter nach unten. Wenn wir das Band jetzt auf dem Boden liegen haben, nutzen wir gleich die tiefe Hocke, um das Band aufzuheben. Das heißt, du lässt die Zehenspitzen nach außen gerichtet. Kannst noch mal schauen, wenn du die Knie beugst, dass die Zehenspitzen in dieselbe Richtung zeigen wie die Knie. Und dann kommst du einmal nach unten, um dir das Band aufzunehmen. Streckst dich wieder weit nach oben. Und locker an einem Fuß auf den anderen laufen. Je nachdem, wie lang dein Band ist, kannst du es entweder ganz am äußersten Zipfel greifen oder wenn du ein recht langes Band hast, dann schlingst du es um die Hand herum. Das heißt, du hast den einen Zipfel in der Handinnenfläche und kannst mehrfach rumschlingen. Und wenn das Band jetzt hier so die Länge hat, dann hältst du einfach die Zipfel in der Hand, stellst dich mit den Füßen drauf und führst die Arme seitlich nach oben. Damit du den unteren Rücken nach hinten herausschieben kannst, bleibst du an den Knien leicht gebeugt, Arme über die Seite nach oben hinten und wie gesagt, dieselbe Übung. Auch ohne Band musst du das Gewicht der Arme halten. Das Gewicht der Arme schiebt Schultern und Schulterblätter nach hinten unten. Immer mit der Ausatmung ziehst du den Bauch, den Beckenboden ein, den Brustkorb flach, schiebst den unteren Rücken nach hinten heraus und lässt wieder locker. Du nimmst einmal den rechten und einmal den linken Arm über die Seite nach oben. Leicht gebeugt in den Knien kannst du auch die Hüfte etwas nach vorn schieben, dass der Oberkörper in einer leichten Rückneigung ist und das Gewicht deines Armes Schulter und Schulterblatt nach hinten schiebt. Hin zur Brust, Nacken lang. Durchatmen, immer mit der Ausatmung unterstützt du die Bewegung. Der Arm geht so weit wie möglich nach hinten gestreckt, über die Seite nach oben und das Gewicht des Armes schiebt Schulter und Schulterblatt in die Mitte des Rückens nach hinten unten und locker lassen. Jetzt nimmst du das Band so lang, dass du hier, wenn du die Arme gestreckt hast, auch das Band unter leichter Spannung hast, leicht gebeugt in den Knien, Kinn zur Brust, Nacken lang, ziehst du
mit den Händen seitlich am Körper nach oben. So als würdest du ein Kleidungsstück, eine Hose bis unter den Arm nach oben ziehen. Kinn zur Brust, Nacken lang. Wenn du das Band hier ein bisschen Unterspannung hast, dann ziehst du an der Seite rechts und links nach oben. Das heißt, die Hände bleiben hier seitlich vom Rumpf. Du kannst also hier deine Rippenbögen berühren, Ellenbogen und Schultern ziehen nach hinten. Von der Bewegung her so, als würdest du eine Hose bis unter die Arme nach oben ziehen. Kinn zur Brust, Nacken lang, Schultern und Schulterblätter bleiben immer nach hinten unten gezogen, leicht gebeugt in den Knien und du kannst die Bewegung auch mit den Beinen ein wenig mitmachen. Das heißt, während du die Arme neben dem Körper nach oben ziehst, möglich ist es hier auch mit einem kleinen Gewicht zu arbeiten, wenn das Band nicht zur Verfügung steht. Und dann ziehst du im Wechsel einmal rechts, einmal links. Komm hierfür wieder leicht gebeugt in den Knien und nimm gleich den Oberkörper mit. Auch hier bleibt die Hand wieder in Körpernähe. Also, dass du hier mit dem Daumen immer seitlich am Rippenbogen berühren kannst. Kinn zur Brust, Nacken lang. Die Hüfte schiebt ein bisschen zur Seite heraus. So hast du nicht nur Arme und Schultergerippe, sondern die ganze schräge Rumpfmuskulatur mobilisiert. Und wieder locker lassen. Zieh Schultern und Schulterblätter wieder nach hinten unten, leicht gebeugt in den Knien, kommst du jetzt einmal mit den Armen nach vorn und einmal nach hinten. Das Gewicht bzw. die Belastung des Bandes kannst du anpassen. Das reicht schon, wenn du hier das Band recht locker hast und nur nach vorn und nach hinten dann einen leichten Widerstand spürst. Das heißt, auch ohne Band hast du das Gewicht der Arme, konzentrierst dich darauf, dass du Bauch- und Beckenboden eingezogen hast, Kinn zur Brust, Nacken lang und die Schultern immer tief, immer tief, immer tief. Dann nimmst du im Wechsel einen Arm vorn, einen Arm hinten nach oben. Rotiere mit dem Oberkörper mit. Also leicht gebeugt in den Knien, Schultern tief, lang und der Blick kann über die Schulter zum hinteren Arm mitgehen. Kräftig ausatmen. Und wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, mit Band spannt sich der Nacken oder du hast noch nicht die Kraft in den Armen, lass einfach das Band weg. Mach die Übungen erst einmal leicht zum Angewöhnen mit. Und locker lassen. In der nächsten Runde wollen wir erst einmal die Hände hier auf Schulterhöhe bringen. Und dann schieben wir nach oben die Arme in die Streckung. Das ist wieder eine Übung, die kannst du wahlweise auch mit Gewichten machen. Das Band ist hier stärker unter Spannung. Wenn wir direkt die Arme nach oben strecken, haben wir mehr Kraft. Wir lassen das Kinn zur Brust gezogen, den Nacken lang. Wir strecken die Arme, das Gewicht der Arme und entweder mit Zusatzgewicht oder mit Bandspannung schiebt es Schultern und Schulterblätter noch intensiver weg nach hinten unten. Zieh beziehungsweise schiebe einmal den Arm in die Streckung nach oben über die Seite. So, dass der Arm immer senkrecht über der Schulter steht und du spürst, dass das Gewicht das Schulterblatt und die Schulter nach hinten unten schiebt. Geh mit der Hüfte etwas über die Seite. Dabei hast du Bauch und Beckenboden eingezogen, den unteren Rücken nach hinten herausgeschoben. Und
Für die nächste Runde reichen wir das Band etwas kürzer. Das heißt, du nimmst erst einmal hier so ungefähr Meterbreite, dann wickelst du das Band zweimal um die eine Hand, zweimal um die andere Hand, ungefähr, ja, so dass du in etwa Körperbreite, Schulterbreite hast hier mit den Händen. Etwas breitere Gerätstellung, leicht gebeugt in den Knien, lässt du die Ellenbogen am Körper und ziehst mit den Händen nach außen. Wichtig ist, dass du die Ellenbogen, die Oberarme am Rumpf fixiert hast. Du kannst auch, um das zu testen, dir rechts und links eine Zeitung unter den Arm klemmen, um sicher zu gehen, dass du in Kontakt den Ellenbogen an der Hüfte, an der Taille hast, Kinn zur Brust, Nacken lang. Außenrotation für die Arme, die sich in den Schultergürtel überträgt. Ja. Das heißt, die Arme dienen nur der Orientierung hier, sind natürlich in der Mobilisation und Kräftigung. Aber was wir hier eigentlich erreichen, ist die Außenrotation der Schulter. Und du spürst, wie die Schulterblätter in der Mitte des Rückens nach hinten unten ziehen. Auch diese Bewegung kannst du, wenn du ganz sicher sein willst, dass dein unterer Rücken die richtige Position hat, mit einer leichten Beugung in den Knien unterstützen, Ellenbogen am Körper lassen, immer wenn die Hände nach außen gehen, ziehst du mit der Ausatmung Bauchbeckenboden ein, Brustkorb flach, schiebst den unteren Rücken nach hinten heraus und ziehst Schultern und Schulterblatt nach hinten, Kinn zur Brust, Nacken lang. Halt noch mal ein bisschen die Position mit kleinen federnden Bewegungen und lass locker. In der nächsten Runde wollen wir das Band und die Hände einmal hinter dem Rücken haben. Das heißt, du kannst eine Hand kurz lösen hinter dem Rücken, wieder das Band zwei, dreimal um die Hand herumwickeln. Entscheidend ist, dass du dann eine hüftbreite Position hast hier, das Band zwischen den Händen, Kinn zur Brust, Nacken lang, leicht gebeugt in den Knien, unteren Rücken nach hinten herausschieben und mit der Ausatmung ziehst du die gestreckten Arme nach hinten. Wenn du kein Band hast, kannst du hier auch die Finger oder die Daumen locker miteinander verbinden. Wichtig ist, dass du mit der Ausatmung die Arme und die Schultern hinten unten ziehst, Kinn zur Brust, Nacken lang, leicht gebeugt in den Knien und dann bleibst du in der hinteren Position, kleine federnde Bewegung. Wenn du nur die Finger miteinander verbunden hast, dann bleiben die natürlich in der Position. Hier beim Band kannst du zusätzlich noch das Band auseinanderziehen. Kinn zur Brust, Nacken lang. Die Arme nach hinten schön weit in die Streckung ziehen mit kleinen federnden Bewegungen. Zug auf dem Band oder auf den Fingern und Schultern ziehen nach hinten. Das heißt, du spürst schon ein bisschen die Dehnung im vorderen Armansatz. Dann streckst du die Kniekehlen, kommst mit dem Oberkörper nach vorn und lässt dich ganz weit nach unten sinken. Hier entsteht die Spannung auf dem Band schon dadurch, dass du die gestreckten Arme nach hinten ziehst. Du lässt die Arme, das Gewicht der Arme ganz entspannt in die Schultern hineinsinken. Der Blick geht zwischen den Beinen durch. Kinn zur Brust, Nacken lang. Das Gewicht der Arme mobilisiert hier deinen Schultergürtel und du bewegst dich etwas nach rechts, etwas nach links. Also einmal zieht der rechte, einmal zieht der linke Arm ein bisschen. Wenn du die Daumen oder die Finger miteinander verbunden hast, geht das genauso. Du hast ein bisschen Spannung auf den Fingern oder auf den Daumen. Streckst die Arme mit der Ausatmung und lässt das Gewicht der Arme deine Schultern in die Dehnung schieben.
Mit der nächsten Ausatmung ziehst du den Bauch ein, Bauchnabel zur Wirbelsäule, ziehst den After Schließmuskel nach oben innen, den Brustkorb flach, ziehst das Kinn zur Brust und mit dem unteren Rücken beginnend rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Du hast die Spannung in den Beinen, die Kniescheiben sind nach oben gezogen, die Arme bleiben nach hinten gestreckt, Kinn zur Brust, Nacken lang und dann lässt du die Arme heransinken und locker kreisen. Leicht gebeugt in den Knien lassen wir die Arme hinter dem Körper einmal nach rechts und einmal nach links ziehen. Die Schultern bleiben nach hinten unten gerichtet. Der rechte Arm zieht den linken, der linke Arm zieht den rechten. Nimm dir Zeit für diese Bewegung. Es ist kein schnelles Schwingen, sondern ein langsames Ziehen, kontrolliert. Immer der Arm, der zur Seite nach außen wegzieht, bleibt gestreckt und die Schulter bleibt hinten unten. Wir haben die Dehnung im vorderen Schulterbereich und Kräftigung in der Mitte des Rückens. Zieh noch einmal mit den Händen Richtung Schulterblätter. Ellenbogenschultern bleiben hinten. Auch wieder die Mobilisation im Vordergrund, nicht so sehr die Kraft. Hin zur Brust, Nacken lang. Da wir meistens im Alltag die Arme und den Schultergürtel recht wenig nach hinten bewegen, kommt es zu muskulären Dysbalancen und deswegen ist das Training hier für den Schultergürtel und die Arme in erster Linie Mobilisation und erst im zweiten Schritt die Kraft. Dann lässt du wieder locker. Greif noch einmal das Band körperbreit, also hast du hier ein bisschen Band zwischen den Händen hast, 30 Zentimeter vielleicht. Du lässt die Hände gestreckt, dadurch, dass du das Band mehrfach hier um die Handfläche herumgewickelt hast, brauchst du es eben nicht festhalten, sondern kannst die Finger gestreckt lassen und schiebst einmal mit den Handflächen vom Körper weg, ziehst wieder heran, hast dabei immer etwas Spannung auf dem Band, dadurch ziehst du Schultern und Schulterblätter in die Mitte des Rückens nach hinten unten und gehst mit den Handflächen weg vom Körper. Du kannst dabei mit dem ganzen Körper auch etwas nach hinten die Bewegung ausgleichen. Also die Arme gehen aus der Mitte weg und auch dein Körper geht aus der Mitte weg. Wenn du die Arme streckst, verlagerst du das Körpergewicht auf die Fersen ein bisschen mehr. Lass die Arme gestreckt. Leichte Spannung auf dem Band. Gehst du mit den Armen hoch und tief. Hier kannst du zum Beispiel jetzt auch für diese Bewegung ein festes Band nehmen, also ein Band, was sich nicht streckt, ja, ein Yoga-Band oder irgendein anderes haushaltsübliches Band, auch ein Stab oder Besenstiel wäre möglich. Natürlich mit gleichmäßiger Belastung. Hier kommt es darauf an, beide Arme gehen gleichzeitig nach oben hinten. Langsam und gut koordiniert. Die Schultern und Schulterblätter lässt du nach hinten unten sinken. Und spürst einmal, ob sich beide Schultern gleich gut bis nach hinten auch strecken lassen. Mit der Übung hast du also auch wieder den Test. Funktioniert es gut und gleich die Verbesserung der Beweglichkeit. Lass dann die Arme nach oben gestreckt, einmal hinter dem Kopf, wieder nach oben und einmal von bis zum Kinn. Hierbei ist es wichtig, wenn du nach hinten noch nicht so gut den Schultergürtel und die Arme mobilisieren kannst, dass du also immer so den Kopf nach vorn nehmen müsstest, dann gehst du nicht hinter den Kopf, sondern du gehst hier
nur so weit wie möglich nach hinten. Also nicht die Übung so machen, dass du immer hier den Kopf nach vorn abknickst, sondern du konzentrierst dich auf die Arme. Entweder sind die Arme und die Schultern schon so geschmeidig, dass du den Kopf gestreckt lassen kannst, dann ist es okay. Wenn du noch nicht die Beweglichkeit in den Schultern hast, dann bleibst du erstmal hier im oberen Bereich und im Wechsel gehst du nach vorn. Einmal also bis zum Kinn, bis zum Brustkorb, einmal bis zum Nacken. Und wenn du hier mit dem Kopf ausweichen müsstest, wenn du zum Nacken willst, dann bleibst du oberhalb des Kopfes. Wichtig ist, dass du immer spürst, du hast Schultern und Ellenbogen weit nach hinten gezogen, hast bei der Hoch-Tief-Bewegung die Dehnung in der vorderen Schulter und die Kräftigung im Rücken, dass die Schulterblätter nach hinten unten ziehen. Das heißt, die Mitte des Rückens ist aktiv. Und mit jeder Bewegung, mit jeder Ausatmung ziehen wir auch immer den Nacken lang. Dann lass die Arme schön weit nach oben gestreckt, lass die Fingerspitzen zwischendurch etwas zappeln und lockern. Mit der nächsten Ausatmung Gleichgewicht in den Knien. Wieder ein bisschen Kraft aufbauen und über die Seite. Die Hüfte ist gestreckt. Die Knie sind leicht gebeugt. Den unteren Rücken schieben wir nach hinten heraus. Der Bauchnabel ist eingezogen. Brustkorb flach. Der Beckenboden ist nach oben innen gezogen. Das Kinn zur Brust. Der Nacken lang. Das Bein dient also hier auch ein bisschen der Orientierung. Etwas Spannung haben wir darauf, die du in den Oberarmen spürst. Auch im Trizeps jetzt. Streckung der Arme, die Hüfte schiebt zur Seite, die schräge Rumpfmuskulatur wird mobilisiert und aus der Bewegung lässt du ein Kreisen werden. Bauch und Beckenboden sind stabil. Ab der Taille aufwärts geht der Rumpf über die Seite nach vorn und über die andere Seite wieder nach hinten. Die Hüfte streckt. Kreist entgegengesetzt. Der Ausatmung, den Brustkorb flach und der Nacken ist immer gestreckt und locker. Die ganze Rumpfmuskulatur wird hier aktiviert, mobilisiert und gekräftigt. Komm zur Mitte zurück und mit den Armen lässt du einen großen Kreis nach vorn, als würdest du an einer großen Kurbel drehen, dann kommst du dicht am Körper entlang, weit nach hinten mit den gestreckten Armen und wieder nach vorn. Lass diesen Kreis so groß wie möglich werden. Das heißt, du kannst tief nach unten gehen, bis in die Hocke und dich weit nach oben hinten strecken. Hin zur Brust, Nacken lang. Die Schultern sind immer weit weg von den Ohren. Tief durchatmen. Wir kreisen in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wir gehen mit dem Band dicht am Körper bis tief nach unten, strecken die Arme nach vorn. Mit den gestreckten Armen gehen wir bis nach oben hinten. Ups. Und wieder dicht an der Nasenspitze vorbei. Schöne große Bewegung. Das Band ist leicht unter Spannung. Das heißt, hier würde auch wieder ein Stock oder ein festes Band möglich sein. Schultern und Schulterblätter ziehen immer nach hinten unten. Und nutze einmal hier die tiefe Position, um dich schön rund zu machen im Rücken. Dann streckst du die Arme nach vorn, schiebst dich mit den Beinen wieder in die Streckung. Nimm dir also Zeit für jeden Bewegungsablauf. Ein letztes Mal dieses große Kreisen. Und weit strecken. Zwischendurch
kannst du hier einmal wieder mit den Fingern ein bisschen locker zappeln. Wir wollen aber noch die Schulterbreite oder Hüftbreite Verbindung zwischen den Händen lassen. Du kommst in eine Schrittstellung, wie beim Bogenschießen, nimmst du einmal den linken Fuß nach vorn, den rechten Fuß stellst du nach hinten ab und dicht am Körper ziehst du einen Ellenbogen nach hinten, also rechter Fuß ist hinten, zieht der rechte Ellenbogen nach hinten, linker Fuß ist vorn, der linke Arm streckt nach vorn. Sorry. Also links ist vorn, Zehenspitzen und Arm, und rechts zieht der Ellenbogen und die Schulterarme kräftig nach hinten. Schultern bleiben tief. Mobilisation. Kräftigung für den Rücken. Dann wechselst du. Rechter Fuß geht nach vorn. Rechter Arm geht nach vorn. Schultern bleiben tief. Kinn zur Brust. Nacken lang. Hier spürst du ganz besonders intensiv, wie du mit der Ausatmung den Brustkorb flach ziehst und die Schulterblätter in der Mitte des Rückens nach hinten unten. Und dann lässt du locker. Wir legen das Band einmal weg und spüren die Arme locker aus. Einmal die Hände kreftig strecken und spreizen und einmal zur Faustbein. Kräftige Bewegung, leicht gebeugt in den Knien und zieh Ellenbogen und Schultern wieder nach hinten. Kinn zur Brust, Nacken lang. Einmal im Wechsel. Eine Hand beugt, eine Hand streckt. Das Beugen haben wir ganz oft im Alltag. Das Strecken ergänzen wir aktiv. Ja, bau das Strecken der Hand aktiv in deinen Alltag ein. Wenn du also beobachtest, dass die Finger vielleicht schon so ein bisschen rund sind, also nicht mehr so ganz sich strecken lassen, dann nutze einfach zwischendurch Gelegenheiten, wo du auch gegebenenfalls nur streckst, 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 streckst. Ja, und während wir die Hände weiter strecken, lassen wir die Füße nochmal dicht beieinander, strecken die Fingerspitzen und die Hände, ziehen die Handgelenke in die Beugung, also Flex, strecken die Ellenbogen und ziehen die Arme nochmal zur Seite nach außen, drehen um die eigene Achse die Arme. Während wir die Arme gestreckt weiter um die eigene Achse drehen, rollen wir uns mit dem unteren Rücken beginnend Wirbel für Wirbel langsam wieder nach oben auf, richten uns auf und locker, locker, locker. Wollen wir diese Einheit mit leichtem Schwingen abschließen, macht es nach Gefühl. Das heißt, ein lockeres Armkreisen, wo du die Arme nicht ganz streckst, sondern dich mehr auf den Rumpf konzentrieren kannst, auf die Brustwirbelsäule, dass du hier locker lässt, dass der ganze Körper einfach mit in die Bewegung geht. Und dann lässt du auch die Arme und die Schultern ganz locker und nutzt das leichte Federn oder Hüpfen, um den Schultergürtel und die Arme locker baumeln zu lassen. Stell dir wirklich vor, die Arme würden nicht zu dir gehören und das Gewicht der Arme zieht dich immer locker nach unten. Schüttel die Arme und die Beine locker aus. Mit einer entspannten seitlichen Mobilisation lassen wir diese Übungseinheit ausklingen, etwas breitere Hüftstellung, leicht gebeugt in den Knien, lässt du dich zur Seite sinken. Achte dabei darauf, dass der Rumpf aufgerichtet bleibt und die Bewegung geht nur zur Seite. Also so, als wenn vor und hinter dir eine Wand wäre
Schulter und Kopf geht zur Seite. Hüfte schiebt ein bisschen dagegen, zur anderen Seite. Lass den Kopf sinken, das heißt, das Kinn darf zur Brust sinken, dann ist der Nacken gestreckt und die seitliche Dehnung hast du auch. Bauch, Beckenboden sind also eingezogen. Gesäß ist ein bisschen angespannt, Hüfte gestreckt, Knie leicht gebeugt. Die Spannung hast du immer ab dem Brustkorb abwärts und hier ab dem Brustkorb aufwärts, Schultergürtel, Arme, Nackenbereich lässt du locker. Kinn zur Brust gezogen, Nacken streckt und die Dehnung spürst du über die Seite. Kannst du mit so einem ganz leichten kleinen Federn oder Hüftkreisen noch unterstützen. Immer Bauch und Beckenboden eingezogen, damit der untere Rücken unterstützt wird. Und zum Abschluss einmal nach unten sinken lassen und dann rollst du dich mit dem unteren Rücken beginnend Wirbel für Wirbel nach oben auf. Du spannst die Beine an, um die Kniekehlen kräftig zu strecken. Ziehst den Afterschließmuskel nach oben innen, Kopf, Schultern, Arme locker und mit dem unteren Rücken ziehst du dich langsam nach oben. Bauch und Beckenboden halten die Spannung, Beine halten die Spannung, Kniekehlen bleiben gestreckt, Hüfte streckt und locker. Juhi. Sehr gut. Ich weiß nicht. Ah, jetzt kommen sie. Alles Liebe.